Jo, Norma Telat hier, nicht? Mir wird mein altes Intro zu langweilig und eintönig. Ich sage jetzt einfach irgendwelche Scheiße in Zukunft am Anfang von den Let's Plays. Das ist, glaube ich, besser. Ich habe meine Audio nochmal umgestellt in OBS. Ich weiß nicht. Ich bin jetzt Präsident der Lost Motorcycle Clubs. Ja, okay, ganz, ganz schön. Ich weiß nicht, was mit meiner Audio los ist, aber... ach, vielleicht habe ich die Ingame zu laut gestellt. In GTA 4 war es ja auch, glaube ich, recht weit runtergestellt, so auf 2 oder so. Hm, das könnte ich auch noch probieren. Aber bis dahin habe ich das erste Mal meinen Kompressor runtergestellt. Sorry, da ist schon wieder irgendwas, hat sich da verschoben. Ich muss das mal kurz korrigieren. Habe den Kompressor in OBS umgestellt. Und jetzt müsste ich hoffentlich, Herrgott, noch eins, laut genug zu hören sein. Ich hatte nämlich das Gefühl, dass es vorher nicht unbedingt der Fall war. Zumindest recht knapp so. Okay. Okay, das heißt, da kann man wohl extra Geld machen oder so jetzt, wenn man möchte. Aber das will ich ja gar nicht. Ich möchte eigentlich hauptsächlich die Story verfolgen. Okay, ging sich noch aus. Gott. Dieses fucking Handling, no joke. Aber sagt mir mal bitte auch, gebt mir bitte mal Rückmeldung, wie das mit der Audio aussieht. Ob das jetzt zu leise ist, das Spiel, oder passt, oder zu laut, oder was auch immer. Irgendwas stimmt da nicht, auf jeden Fall. Jetzt gerade habe ich zum Beispiel einen ziemlichen Ausschlag gesehen. Und jetzt müsste ich eigentlich viel zu laut sein, dachte ich. Aber anscheinend wohl nicht. Und ich blick nicht mehr durch, was jetzt mit der Audio hier abgeht. Das Problem hatte ich vorher noch nie. Das ist jetzt erst mit... Ah ja, Moment, ich kann nochmal auf Independence FM schalten. Das ist jetzt erst seit jetzt diese Aufnahmesession, dass da irgendwas komisch ist. Da werde ich mal GTA nochmal umstellen vielleicht oder so. Auch ein gutes Lied. Ich mag Country eigentlich nicht, aber das ist eigentlich ganz nice. Herrgott, Motorrad, krieg dein Leben in Griff. Vielleicht muss ich auch den Kompressor fürs Mikrofon nachstellen. Sagt mir das bitte in den Kommentaren, wenn ich zu ungleich laut bin. Grandpa, so you like a more sedate ride, some older mature shit. Give me that. I give you mature shit, Malk. Hey, ew, who that? Malk, Deshaun, Johnny, brother of mine. All right, hey, what's up? Right. Malk's got us a connection, Johnny. I'm good, man. I don't need one of them hair dryers. Oh, yeah? You sure now? No, no. Some serious hardware. Malk's got us a connection that ain't got nothing to do with bikes. Oh, yeah? Yeah, explosives. That's right. Hmm. Okay. With this, we could take the Angels of Death out of business for a long, long time. Oh, you think? With that, it looks like we could take the whole fucking town out of business. Motherfucking right. So what do you say? Are you down? Oh, man, you gotta ask a question like that? Looks like you're going senile or something, man. That's what I thought you'd say. Yo, you fools have fun, but remember this. You get in any trouble, you ain't meet me. Malk, I know where you got that shit, man, but one thing's for sure, we will have fun. All right, play nice. Peace, son. Later, Malk. Peace. Later. Chopper versus richtige Motorräder, Kappa. Was ist denn das für Scheiß? Stell doch nicht dauernd meinen Radiosender um. Rohrbomben. Okay, um die Events hochzujagen, da sind sie. Limme Mitte. Linke Maustaste. Oh. Herrgott, ich muss bis darüber fahren. Je länger du gedrückt hast, desto kürzer wird die Zündschnur. Okay. Ja, sag weiter an. Achso, okay, das ist alles. Gut, danke. Dann gucke ich ja mal, dass ich die Dinger da in die Luft gejagt kriege. Gucken, wie das läuft. Warum ist da jetzt so ein komisches Zeichen wieder? Das hatte ich da unten schon mal. Was ist das? Was heißt das?
Wisst ihr was? Ich gucke jetzt kurz nach. Müsste ich ja sehen können. Arm drücken. Arm drücken! Kommt noch sowas. Komisches Symbol. Sieht aus, eher aus wie eine Rohrbombe, bin ich der Meinung. Deswegen dachte ich jetzt so, hä, kann ich das... Wieso? Aber hatte ich ja schon vorher. Und kann ich jetzt da Rohrbomben machen oder sowas? Und dann war ich verwirrt. Deswegen halte ich wieder meine Schnauze lieber darüber. Laber eh nur Müll. Fickte Scheiße, ey. Fahrt's mir aus dem Weg, wenn ich fahre. Herrgott. So, den dies hier. Okay, jetzt kann ich das hier wegmachen. Der ist da rechts unten am Rumfahren. Dann werden wir uns das mal zunutze machen. Ah! Das für ein Müll. Stirb! Fuck. Das hat nicht geklappt. Scheiße. Fuck, 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 fuck. Boah. Wow. Das war knapp. Jetzt fährt er da auch an, ey. Ach Gott, noch eins. Ich bin echt nicht gut mit sowas. Meine Güte. Wieso muss ich das jetzt mit Rohrbomben machen? Ah! Okay. Ja, ist jetzt nicht so, als wäre mein Health übel runter. Alter. Ich meine, wenn die wollen, dass es so cool und mitreißend wirkt, dann sollten sie das vielleicht so gestalten, dass es mit den Rohrbomben auch so funktioniert. Ist hier aber echt, echt nicht gelungen. No joke. Meine Meinung. Das ist ja nur blöd so. Was denn? Okay, ich hier mal... Ah, Moment. Ich kann auch einfach da lang fahren, wie es aussieht. Und dann ihnen so entgegenkommen. Tick-Tock auf der Uhr. Okay, da sind welche. Alter, ich werde jetzt eh nochmal sterben. Ja. Wieso soll ich das mit Rohrbomben machen? Ich nehme jetzt eine andere Taktik. Ja, Gott, fick dich bloß jetzt. Schick mir die verfickte SMS. Ah ja, ich muss aus dem Handy rausgehen anscheinend. Ja, nochmal versuchen. Ich werde die jetzt wegschießen mit den normalen Waffen und dann mit den Rohrbomben in die Luft jagen. Vielleicht geht das ja auch. Impliziert wird's anders, aber vielleicht habe ich es falsch verstanden. Nice, mal ein gescheites Motorrad. Schon viel besser. Ja, das werde ich aber nicht nutzen, Spiel. Ja, die wollen, dass ich hier mit Rohrbomben die Dinger in die Luft jage im Vorbeifahren oder so. Huch, wie ist denn das passiert? Das klappt aber nicht. Das klappt überhaupt nicht. Also werde ich umschalten auf die Waffen, die Typen rausschießen und dann die Vans hochjagen. So, muss ich da überhaupt lang? Ich fahr falsch, glaube ich. Naja, es ist noch einer der möglichen Wege immerhin. Oder auch nicht, keine Ahnung. Doch, ich bin da lang gefahren, Freund. Ja, sag mal, Navi, bist du auch behindert? Ist das ganze Spiel behindert oder was? Bin los mit euch. Ja, das mit dem, den kannst du wenigstens bremsen und doch um Kurven fahren. Nicht so wie mit Choppern. Angry. Den links unten nehmen wir. Also hier. Und dann hier, glaube ich. Bin ich so gut mit... Ja, da vorne ist er. So. Ja, komm. Stirb, stirb, stirb. Stirb, stirb, stirb. So, dann Rohrbombe. Ah, so vom Fahrzeug werfen. Ja gut, das kann natürlich auch sein, dass sie das wollten, dass man das macht oder so. Keine Ahnung. Wieso ist die sofort explodiert, ey? War das eine Fehlzündung oder was? Okay, wo bin ich näher dran? Am oberen, dann fahre ich da lang. Der ist da. Dann fahre ich ungefähr dahin erst einmal. Gucke mir auch mal. So klappt das viel, viel besser. Ich schieb's jetzt... Ich nehme jetzt mal das Spiel in Schutz und sage einfach, ich war zu dumm. Auch wenn ich glaube, dass das Spiel das absichtlich falsch impliziert hat.
weil die wollten, dass man das so ganz cool runterwirft, so während die vorbeifahren oder so, aber das geht einfach nicht. Klappt nicht. Selbst hier rutscht das Heck weg. Das ist aber nicht ganz normal. Das ist normal GTA 4 nicht so. Der fährt das Ding wie ein Chopper, kann das sein? Ist der ist unfähig, sämtliche Fahrzeuge zu fahren. Und Chopper fährt sich einfach scheiße. Die kann er zwar fahren, aber die fahren halt scheiße. Deswegen macht es auch keinen Unterschied. Meine Güte, lernen fahren, Johnny! Was ist denn los mit dir? Das war in GTA 4, als ich normal gefahren bin, nie so schlimm. So. Stopp. Ja, langsam ist langweilig, wenn du immer dasselbe sagst. Fuck you, Deadbeats, 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 Deadbeats. Poser, Poser, Deadbeats, Deadbeats. Ah ja, vielleicht haben sie auch für das Spiel die Steuerung angepasst für die Motorräder, dass sie sich, keine Ahnung, absichtlich anders fahren. Aber die sind halt leider unrealistischer geworden statt realistischer. Herrgott. Vielleicht soll es auch nur Johnny verdeutlichen halt, dass, wie sich fährt, wie Johnny halt Autos fährt und Fahrzeuge generell. Kann schon sein. Keine Ahnung, sie haben einen Fehler gemacht, einen großen Fehler. Das ist richtig Müll. Na, aber trotzdem, mit dem kann ich trotzdem noch, denke ich, ja doch, mit dem kann ich trotzdem noch besser fahren als mit dem Chopper, ironischerweise. Das ist, obwohl Johnny mit den Dingern fährt, als wäre er, keine Ahnung. Es hätte noch nie hinterm Steuer von irgendwas gesessen, außer vielleicht einem Bobby-Car. Ha, Bobby. Ah ne, Billy heißt er. Feck. Ich dachte erst, er heißt Bobby. Dann wäre es lustig gewesen. So war es einfach nur dumm. Na komm, gib Gas. Hui. Okay, da runter anscheinend. Meine Güte. Alter. Vielleicht wollen die auch nicht, dass man andere Fahrzeuge fährt als Chopper und haben es deswegen so unattraktiv gemacht. Oh hey, das ist ein DJ Blenden Remix, glaube ich. Mix, nicht Remix. Ah, okay. Stopp, 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 stopp. Stirb, bevor du mich tötest. Ist auch tot. Der auch, anscheinend. Okay, sieht gut aus. Da ist es. Motorrad und Musikstil passen zusammen. Ja, die Taten passen auch zusammen. Das Einzige, was nicht passt, ist seine Bikerjacke. Die nervt noch ein bisschen. Daumen hoch für Jim. Okay, das ist gut. Hufe, Jim. Zu dem fahren wir jetzt auch. Oh, ich bin da direkt da. Ja, nee. Jo, hau rein. Ich fahr jetzt da nochmal rein. Nächste Gym-Version. End of Chapter. Okay. Hey, here comes the big man. Gentlemen. What's happening, Johnny? My brother. Hey, what's your plan? We spoke to that fat fuck Brian. He wants to sit down, call a truce. Brian wants a truce? Yeah. Fuck that. Okay. Let's go get him. That's what I thought you'd say. Let's do it. Was? Töten wir Brian jetzt? Schaltet doch nicht dauernd die Musik um! Lasst mir meine Musik, dumm Fotzen! Wenn ihr schon mir ansonsten nichts lasst, woran ich Spaß habe, nämlich zum Beispiel gute Fahrphysik. Herrgott, noch eins. Ich habe sie übrigens auf der Karte. Ich sehe, die sich auf der Karte teleportieren. Die sind ansonsten nicht befähigt, mir richtig zu folgen. Nice. Aber anscheinend haben sie diesmal nichts zu sagen. Boah. Das was? Maybe you should do the talking, man. I don't know if I can trust myself. Leute. Danke. Okay. Mach trotzdem du. Sonst beleidige ich ihn nur und schieße mir den Kopf oder so. Und jetzt kommt die Polizei.
becomes Tweedledum and Tweedle fucking Dum. Fuck you. Billy was always good to you and you ratted him out. Billy's a one-way SOB and you don't give a shit about the Bronx. No, Yeah, you think Billy'd stick his neck out for you? You're dumber than I thought. Warum Lex? Gott, bist du kindisch. I just knew you'd say that. You're so predictable. Well, Johnny little Dickowitz. What a baby. And your babysitter, Billy, is on the inside now, so it's bedtime for you, motherfucker. Not your call, get the fuck out of town. Not your call, dude, boy. Irgendwas stimmt in seinem Gesicht nicht, da ist gerade irgendwas durchgerissen gewesen. Hä? Ist die Lost jetzt in sich zerbrochen und kämpfen gerade die einen Brüder gegen die anderen oder was? Oder sind das die Angels? Läuft gar nicht mal so gut bei euch. Okay. Der hat eine gute Menge an Leute aufgefahren, der Vollhonk. Der Bastard, der Blöde. So. Fuck. How about y'all die? Ich sollte vielleicht auch treffen. Das wäre natürlich auch eine Option, die eventuell helfen könnte. Ah! Okay, euer Fahrzeug brennt. Ich hau mal ein bisschen weiter ab. Hoppala. Geil, wie sie einfach nicht abhauen. Aber der lebt ja noch. Lebt er? Lebt er. How about y'all die? Wieso fahrt ihr einfach so mitten rein, ihr Vollongs, ey? Was ist denn los bei euch? Stopp, 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 stopp. War da hinten nicht noch einer? Anscheinend nicht. Ja, das frage ich mich auch, wie lange braucht es, bis er die Waffe endlich entladen hat. So. Jo. Au! Au! Ich muss zugeben, das war jetzt zu einem Großteil meine Schuld. Ich habe den Fahrer abgeschossen. Gut, wiederholen wir das. Diesmal mache ich es hoffentlich richtig. Angry! Jetzt kann ich nicht mal so gescheit runterschießen vorher. Jetzt muss ich das hier halt verwenden dafür. Na komm. Stopp, stopp. Ja, natürlich haut Brian ab. Kleine Pussy. Pussy. Bruder. Reagiere. Ist das hier einer von uns oder einer von Feind? Das ist ein Feind, okay. Weil ich kann die jetzt nicht auseinanderhalten, um ehrlich zu sein. Okay, ist auch ein Feind, gut. Stirb. Gut, dass der auf die schießt, dann kann ich nämlich in aller Ruhe mich nähern und ihn wegballern. Das ist schon mal gut. Jo, ich seh's. Okay, der ist tot. Der dürfte auch tot sein. Wenn ich nicht so ganz so dumm wäre, dann wäre der auch schon tot. Der ist auch tot. Ey, piss dich mit deiner Submachine Gun, ey. Ja. Ist so. Aua. Okay, der ist auch hinüber. Okay, das ist nicht sogar mit Zielen. Na, da kommt wieder. Warum auch immer er da einfach random rumfährt. Ist der behindert oder was? Statt dass es sich wehrt. Nee, ich lass mich lieber abschießen. Ja, verstehe ich. Oida! Stopp, 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 stopp. Ist auch tot, da ist noch einer. Alter, lad nach. So. Alter, da kommen noch mehr. Die wollen alle sterben anscheinend. Jetzt. Ja Gott, Halleluja. Sterbt. Tragt ihr alle Schutzwesten oder warum haltet ihr so viele Schüsse aus? Oder
bin ich das vielleicht, habe ich mir das vielleicht falsch gemerkt. Ey, Dreck. Oh. Das mache ich auch gleich. Richtig übelste Hänger. Ja, das mache ich auch gleich. Aber erstmal töten wir noch Brians Fraktion. Nein, falsche Musik. Richtige Musik. Vermute ich. Ich höre sie nämlich nicht so gescheit. Ist so. Okay, hat sich mit denen. Begib dich zu Jim. Ja, ich versuch's, aber der flüchtet vor mir. Ach, Gary Washington. Ja, ich habe gesagt, ich habe auch ein bisschen Deutsch mit dabei. In der Musik. Jimmy, ich bin bei dir. Oh, okay, jetzt hat er es hingekriegt. Muss nur weiter vorfahren anscheinend. Hä? Wo sind wir jetzt plötzlich? We don't need numbers, man. We need brothers. And that's what we got left. You, me, Angus, Terry, Clay, brothers. You're right about that. Shit. True brothers. I wish we pinned down Brian, that little weasel. Den kriegen wir schon noch. Turn up soon enough. Yeah, maybe. See you soon, brother. See you, brother. My brother. Okay, oh, Buck und Tal sind tot. RIP. Gut, dann beende ich an der Stelle aber mal den Part. Hoffe, hat euch gefallen und bis zum nächsten Part. Haut rein, Leute. Tschüss.